Digitalminister in Kempten. Der bayerische Digitalminister Fabian Mehring war heute zu Besuch im Kemptner Rathaus. Hintergrund seines Besuches war das Engagement der Stadt in Sachen Digitalisierung. Kempten ist unser Allgäuer Aushängeschild für das Digitale. Kempten zeigt, wie innovative Verwaltung geht und ist ein echter Leuchtturm für die Frage, wie schaffen wir es, die Zukunftstechnologien auch in der Verwaltung, auch in einem Rathaus anzuwenden. Und wenn ein schwäbischer Minister an einen schwäbischen Leuchtturm kommt, der bayernweit strahlt, dann ist das natürlich was ganz Besonderes. Ich bin heute da, um genau dieses Kompliment auch an die Kemptner Stadtverwaltung, an den Oberbürgermeister zu machen. Kempten ist da Taktgeber auf Bayerns Weg zum modernen Staat und da können wir sehr stolz drauf sein. Begrüßt wurde der Staatsminister feierlich mit einem Empfang im Kemptner Rathaus, einer Rede von Oberbürgermeister Thomas Kichle und dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. Das Lob des Ministers nimmt man in Kempten gerne an. Und ich glaube, wir sind auch ganz gut unterwegs im Bereich der Digitalisierung. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass mit diesem neuen großen Umstellungsprozess der Digitalisierung der Bürokratisierungsaufwand nicht zu groß wird oder parallel ansteigt. Und da sehen wir durchaus Tendenzen. Und das wollen wir heute auch ansprechen. Denn es muss auch handelbar und so schmal und schlank wie möglich sein, in diese neuen Digitalisierungsprozesse tatsächlich auch umzustellen und einzusteigen. Vom heutigen Besuch des bayerischen Digitalministers Fabian Mehring erhofft sich die Stadt einen fachlichen Austausch und Unterstützung. So ging es nach dem Eintrag ins Goldene Buch weiter in das Zukunftslabor der Stadt Kempten.